So, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Market Roundup mit spannenden Themen rund um die neuen Allzeithochs, die wir in vielen Ebenen sehen. Wir sprechen später nochmal so ein bisschen über Trading-Ideen, die wir in den letzten Wochen hatten. Was ist da so passiert? Wo läuft es gut? Wo ist noch Potenzial? Und wir blicken natürlich so ein bisschen wieder in diese Woche rein. Was stehen für Earnings an? Was gibt es für spannende Unternehmen in diesem Rahmen? Und wie können wir auch eventuell diese Unternehmen ganz grundsätzlich einsortieren? Genau, einmal guten Morgen in die Runde und ich starte einfach mal rein mit einem Blick auf den DAX. Und jetzt muss man sagen, ja, der DAX hat sich ganz sportlich entwickelt. Wir sehen jetzt hier gerade einmal das Bild der letzten Woche und ich gehe nochmal so zurück und dann seht ihr nämlich genau auch das Bild von dieser Woche, wie sich das verändert hat. Wir hatten nämlich letzte Woche diese 17.000 Punkte entwickelt durch diese eigentlich positiven Impulse, die wir von Nvidia gesehen haben. Da haben wir aber mit diesen 17.000 Punkten, die ich gerade gezeigt habe. Jetzt sind wir schon in Richtung 17.800 Punkte hier gelaufen. Das sieht man hier oben. Ich habe jetzt mal den Tag wieder mal markiert. Was waren weitere Impulse diese Woche? Wir haben eine relativ robuste US-Wirtschaft und die wächst weiterhin, obwohl die Inflation weiter sinkt. Sie sinkt sowohl in den USA, sie sinkt aber auch in Deutschland und auch im Euroraum. Und das waren Impulse, die die Märkte am Ende so Stück für Stück nach oben getrieben haben. Und zusätzlich muss man sagen, waren die Einkaufsmanager-Indizes diesmal moderat. Also sie waren jetzt nicht super gut, aber sie waren ein bisschen besser, als man gedacht hat. Und es verzeichnet sich so langsam auch hier so eine leichte Besserung. Zumindest hofft man darauf. Zusätzlich hat man gesehen, gab es Impulse in Sachen Zinspolitik. Wir haben ja diese Woche wieder Entscheidungen oder Wortmeldungen auch, sowohl von der EZB als auch von der Fed. Und wir haben auch schon die ersten Treiber gesehen im Rahmen der 10-jährigen Anleihen. Wir haben nochmal hier das Bild der letzten Woche. Und da haben wir gesagt, okay, die Inflationsdaten, die liegen wirklich im Fokus. Wir haben mal dieses Dreieck hier eingezeichnet, wo es eigentlich, ja, die Idee gab oder die Notwendigkeit gab, dass hier eventuell ein Impuls nach oben oder ein Impuls nach unten sich zeigt. Jetzt, wenn man in diese Woche blickt, dann sieht man, dass es diesen Impuls auch wirklich gab. In diesem Fall aber hier in die eher Abwärtsrichtung, also die positive Richtung für quasi alle längerfristigen Investoren oder alle, die grundsätzlich vielleicht größere Investitionen in Zukunft vorhaben. Denn wir sehen halt, dass diese Kerze hier wirklich mit ihrem Körper aktuell zumindest noch ein Stück unterhalb dieses Dreiecks ist. Es ist natürlich die Frage, bleibt das Ganze so, und Impulstreiber wird diese Woche bestimmt sein, was die Notenbanken uns erzählen. Grundsätzlich sieht man aber, dass der Impuls von oben oder dieses Abprallen schon kam, insbesondere halt, wie gesagt, durch fallende Inflationsdaten. In den USA gucken wir da gleich auch nochmal drauf. Da gab es diese Bewegung nicht so stark. Jetzt muss man sagen, muss sich das Ganze hier natürlich noch ausbilden. Das ist jetzt hier so der erste Indikator. Grundsätzlich ist es natürlich aber ein bisschen was an Trendmomentum, was man hier über die letzten Tage gesehen hat. Und wir haben jetzt so als nächste Unterstützung ungefähr diese 2,2% Linie, die ich hier mal eingezeichnet habe in diesem Gelb. Also positiver Trend für alle, die langfristig investieren wollen oder die insbesondere große Investitionen vorhaben. Wir springen nochmal weiter zum S&P 500. Ich habe es kurz angesprochen, Inflation sinkt, Wirtschaft robust, also positives Momentum, wenn man vom Soft Landing spricht, und das treibt auch hier weiter die Indizes an. S&P 500 jetzt über 5.100 Punkten sogar, und ich habe auch hier nochmal den Aufwärtstrend eingezeichnet. Man sieht relativ schön auch in diesen Fibonacci Retreatments, dass man ja eigentlich ganz gute Unterstützungen auch ausbaut. Natürlich, ja, hat man so ein bisschen was an Fallhöhe, wenn man auf sich solchen Hochs befindet, allerdings ja mit so kleinen Stops auch noch potenziell hier eingebaut. Und wenn man jetzt sagt, wow, alle sind total bullish und das klingt schon sehr nach einer Blase, da gibt es bestimmt Statistiken für, die auch dafür sprechen. Wenn man aber sich so die gesamte Befragungskette der American Association of Individual Investors anguckt, und im Kurz ist das die AAII, und die macht immer so ein bisschen, ja, oder regelmäßige Umfragen, insbesondere bei den Privatinvestoren, ja, wie positiv seid ihr gegenüber dem Markt? Wie bullish seid ihr oder seid ihr eher kritisch? Und das sieht man hier so ein bisschen im Zeitverlauf der Vergangenheit. Wir hatten Phasen, da war man sehr, sehr positiv. Das sieht man ja natürlich in den 2000ern. Wir haben auch danach nochmal so eine Phase gehabt,
in Richtung Finanzkrise, wo man dann wieder sehr, sehr positiv war. Das waren meistens Signale, dass der Markt sich halt irgendwie anfängt zu drehen. Ähnlich auf der Unterseite, das Tief, was man super, super, super kritisch war, super, super bearish war, gab es quasi kurz vor dem Tiefpunkt der Finanzkrise, nachdem die Kurse wieder angezogen sind. Deswegen schauen viele Investoren und auch Trader am Markt gerne auf diese Umfragen. Und aktuell, muss man sagen, zeichnet sich jetzt noch keine zu starke Übertreibung in diesem Rahmen an, also keine Blase in diesem Rahmen. Man ist zwar hier in so einem positiven Segment, allerdings noch nicht extrem. Jetzt muss man aber an der Stelle auch noch sagen, das waren jetzt die Indikatoren der Vergangenheit. Wenn man so in das letzte Jahr geblickt hat, und auch da haben wir ja gesehen in den letzten Jahren, dass wir nach der Corona-Zeit doch ein sehr, sehr positives Momentum hatten. Das sieht man hier. Dann gab es danach an der Stelle so den Fall. Und wir befinden uns jetzt in ähnlicher Manier, wenn man in die Historie blickt, aber halt wie gesagt noch nicht zu bullish. Und dementsprechend sagen viele, wir sind auf einem positiven Trend, aber aktuell noch nicht so sehr, dass zumindest dieser Indikator hier uns ein Verkaufssignal senden würde. Kurz weiter zur 10-jährigen US-Bundesanleihe. Die befindet sich weiterhin in einer Konsolidierungsphase. Ich habe ja letztes Mal diese Kästen angefangen zu zeichnen und das sieht man auch ganz schön hier. Wir haben immer noch diese starke Linie bei diesen 4,15%, die sich hier auch so ein bisschen aus der Vergangenheit zieht. Wenn wir so in die letzten ein, zwei Jahre auch gucken. Wir sehen also, dass wir hier ja eine relativ starke Unterstützungslinie haben, an der sich der Kurs so ein bisschen festbeißt. Zusätzlich haben wir hier auch noch eine 200er Unterstützungslinie. Liegt so ein bisschen daran, ja, wir haben zwar bessere Inflationsdaten gehabt, also die Inflationsdaten sind gesunken, allerdings war das auch schon so erwartet, also es gab wenig Impulse, das haben wir sowohl in den Märkten gesehen, die sind nicht sehr, sehr stark dadurch gestiegen, sondern eher durch diese Robustheit auch des Marktes oder der US-Wirtschaft. Und wir haben es halt hier auch gesehen, dass wir zwar einen etwas fallenden Trend haben, aber noch nicht diesen deutlichen Impuls in einem Abwärtstrend haben. Kurzer Blick noch nach China zum Hang Seng. Hier entwickeln sich die Einkaufsmanager-Indizes, da muss man sagen, weiterhin schwach, moderat schwach. Es ist jetzt nicht dramatisch schlecht, aber es ist halt auch nicht gut genug, um positive Impulse zu setzen. Damit wurde auch dieses positive Trendmuster, was sich jetzt zuletzt ausgebildet hatte, durchbrochen. Wir sind jetzt hier in so einem leichten Abwärtskanal wieder und das haben wir auch in den letzten Tagen gesehen. Also man sieht, der Dienstleistungssektor, der kommt nicht so richtig in Schwung, aber auch die ganz klassischen Einkaufsmanager-Indizes, auf die man ja auch immer gerne schaut, wenn man so die Wirtschaftsentwicklung abschätzen will, auch die kommen nicht so richtig in Schwung. Das heißt, ja, das Trendmuster bleibt hier im Großen und Ganzen eigentlich bestehen und dieser kurzfristig positive Trend wurde jetzt erstmal wieder nach unten umgekehrt. Zuletzt der Blick auf den Nikkei. Der hat ja jetzt sein Allzeithoch überschritten und das hatten wir hier mal markiert in diesem Gelbton bei diesen knapp 38.990 Punkten. Er ist auch noch ein Stück weiter gelaufen und zwar über diese wichtige psychologische Marke von 40.000 Punkten. Also der Aufwärtstrend, der sich hier so leicht abzeichnet, der führt sich weiter und es wurde auch nochmal dadurch gestärkt, dass der Notenbankchef jetzt aus Japan gesagt hat, man ist doch noch mal ein bisschen zurückhaltender, was eventuelle Leitzinsanhebungen betrifft. Da gab es ja so die ersten Tendenzen eigentlich in der letzten Zeit, dass man eventuell doch gesagt hat, okay, vielleicht heben wir auch mal ganz leicht die Leitzinsen an. Jetzt, ja, ist man wieder ein bisschen zurückhaltender. Das hat wieder den Yen-Kurs nach oben geschickt und dementsprechend, kann man auch sagen, ist das grundsätzliche Bild hier eigentlich weiter bestehend. Also wir haben grundsätzlich ähnliches Muster wie in den vergangenen Wochen und dementsprechend auch hier weiter den Aufwärtstrend, auch wenn er sich jetzt gerade so ein bisschen konsolidiert und natürlich die Frage ist, ob man nachhaltig über diesen 40.000 Punkten bleiben kann. In der Vergangenheit haben wir öfter auch gesehen, dass wir dann immer wieder mal in so Seitwärts- und Konsolidierungsphasen gerutscht sind. Wir haben hier natürlich wirklich absolute Allzeithochs gerade. Kurzer Blick auf das, was wir so in den letzten Wochen besprochen haben. Ich hatte es gerade angekündigt und zwar war das hier mal unser Market Roundup vom 13.02. Wir haben auf Spotify geblickt, in diesem Falle wieder auf diese schöne Untertassenformation, die sich gegebenenfalls hier ausgebildet hat. Hier in dem Falle haben wir schon nach den Ergebnissen drauf geblickt, also hier gab es schon diesen positiven Impuls. Potenzial gab es hier eigentlich für diese 25% Aufwärtstrend, wenn sich dieser Trend weiter fortsetzt.
Wenn man jetzt aktuell drauf schaut, dann sieht man, hat sich dieses Trendmuster hier weiter fortgesetzt. Also wir sind weiter wirklich nach oben gelaufen. Diese Tassenformation hat sich hier aktuell zumindest weiter ausgebildet. Es sind noch ungefähr 7,7% von den 25, die wir da gesehen hatten, übrig. Und wenn man dann darauf guckt, dass man wirklich es schaffen würde, diesen Widerstand hier rein technisch zu überwinden, dann gäbe es hier auch nochmal weiteres Potenzial eigentlich dann bis zu den Allzeithochs. Aktuell profitiert Spotify ja so ein bisschen vom Podcast-Trend, ein bisschen von der aktuellen Popularität, auch von einigen Künstlern, die viele Alben jetzt wieder rausgebracht haben. Man modelt sein Geschäftsmodell wieder so ein bisschen um. Man ist wieder etwas ausgabenfreudiger. An der Stelle muss man aber auch sagen, der Trend ist hier schon relativ stark. Unten sieht man es hier am RSI. Der zeigt aktuell so einen überkauften Part. Das heißt, hier könnte es natürlich auch nochmal zu so einer Konsolidierung kommen oder halt auch dazu, dass sich der Trend hier vielleicht etwas abschwächen könnte. Weiterer Blick auf Shopify, ähnliches Szenario. Hier haben wir allerdings vor den Ergebnissen drauf geschaut. Shopify, er hatte nicht ganz so eine starke Konsolidierungsphase zwischendurch, ist relativ stark nach dem Corona-Trend hier bergab gerauscht, hat sich dann so ein bisschen wieder gefangen. Wir haben hier drauf geblickt vor den Ergebnissen mit dem Potenzial, das wir auch hier zu sehen gab bei Shopify, wenn denn die Quartalszahlen dann auch wirklich gut wären und wirklich dieser Widerstand, den wir hier gesehen haben, beziehungsweise die Unterstützung dann auch nachhaltig durchbrochen gewesen wären. Bei Shopify hat sich das Ganze dann nicht abgezeichnet. Wir haben hier diese rote Kerze gesehen. Die Ergebnisse entsprachen nicht den Erwartungen, insbesondere so ein bisschen der Ausblick auch in die Zukunft. Man erwartet also ein etwas düstereres Konsumklima, als es zumindest die Analysten hier erwartet haben. Das heißt, hier müsste man erstmal wieder Kurs gut machen. Wir sind ungefähr 8-9% nach unten gerutscht. Konsolidiert sich jetzt hier wieder auf dieser Ebene. Das heißt, hier müsste man erstmal wieder diese 15-17% gut machen, um dann wieder zum gleichen Startpunkt zu kommen, wie wir ihn zuvor gesehen haben. Kurzer Blick auch noch auf Home Depot eine Woche später. Jetzt sind wir schon im 20.02. Home Depot hatte sich ja auch hier in so einer Konsolidierungsphase über einen längeren Zeitraum befunden, eigentlich seit Oktober 22, November 22 bis in den November 2023 rein und hat dann angefangen, hier wirklich dieses Muster zu durchbrechen. Das haben wir auch dann in dieser Phase hier oben gesehen, dass man sich wirklich hier nachhaltig eigentlich gefangen hat. Es gab dann diese 3%, die es eigentlich zu knacken gab, bis zu diesem Widerstand, Unterstützungslinien, dann wirklich aus dem Oktober 2022. Wir haben das Muster hier mal eingezeichnet, wenn wir jetzt auf den aktuellen Trend blicken, dann wurde auch wirklich dieser Widerstand hier durchbrochen. Das heißt, wir sind hier wirklich weiter im Trendmuster gelaufen und aktuell gilt es tatsächlich so ein bisschen diese 10% noch nach oben zu nehmen, um auch wieder zu seinen Allzeithochs zurückzukommen. Ein bisschen beflügelt auch durch die positiven Zahlen, die wir von Lowe's, dem größten Konkurrenten, gesehen haben. Insbesondere in den USA sind beide ja wirklich als Duopol unterwegs. Man expandiert zwar so ein bisschen, Home Depot hier als Platzhirsch, Lowe's hat aber ganz gut angezogen. Beide haben ja positive Zahlen geliefert und dementsprechend halt auch hier dieses Muster gebildet. Wie gesagt, rein charttechnisch jetzt hier im Blick diese 10%-Hürde und durch diese mittelfristige Konsolidierung, die wir hier gesehen haben, sieht man auch im RSI, dass wir noch zu keiner Übertreibung neigen, sondern sich man hier eigentlich noch in einem ganz guten Trendmuster im Aufwärtstrend befindet. Letzter Kandidat, Coinbase, die haben wir uns auch angeschaut, auch hier am 20.02. und dementsprechend hier uns auch dieses Chartmuster einmal angeguckt, jetzt im etwas kurzfristigeren Trend. Wir waren sofort vom Wochenchart, jetzt wirklich im Tageschart, weil ja insbesondere hier auch momentan sehr viel Volatilität herrscht. Auch hier hat sich dieses Untertassenmuster so ein bisschen ausgebildet, teilweise ein bisschen zu früh, deswegen galt es hier nochmal kritisch drauf zu gucken, ist das denn wirklich nachhaltig? Wir wissen aber mittlerweile, dadurch, dass wir natürlich auch einen sehr, sehr starken Kryptotrend gerade generell haben, dass das auch gerne die Aktie von Coinbase beflügelt. Eine Zeit lang sogar überproportional, momentan eher unterproportional, muss man sagen. Trotzdem halt diese 20% wurden hier mittlerweile gemacht. Also wir haben hier ein ganzes Stück nach oben genommen und die Aktie hat sich auch hier eigentlich so ein Stück weit wieder so ein bisschen diese Linie über den 186 nachhaltig zurückgeholt. Es hängt aber wie sehr, sehr, sehr stark am Bitcoin, den wir hier nochmal sehen. Ich habe ihn von heute Morgen hier extra reingenommen, weil man weiß ja nie, was so in den nächsten Minuten und Stunden aktuell passiert. Wir streben hier gerade aufs Allzeithoch hinzu.
Der Bitcoin also bei 69.000, ja ungefähr so mit seinem Allzeithoch. Wir sind jetzt so bei 68.000 ungefähr. Also es ist noch ein bisschen was, aber viel ist es nicht mehr. In Euro haben wir das Allzeithoch tatsächlich schon erreicht. Das gerade sehr, sehr stark im Fokus. Wir sehen aber hier unten auch natürlich mit einem sehr, sehr starken Trend verbunden, also deutlich im überkauften Bereich. Und dementsprechend ja, muss ich jetzt zeigen, ob man dieses Allzeithoch, das jetzt vor der Tür steht, überwinden kann. Zur Not haben wir hier die nächsten Unterstützungslinien ungefähr bei 65.000. Das so zur letzten Woche. Wir blicken nochmal auf die Aktien-News. Was war da so los? Ja, man kann sagen, es gab ein paar ja, Ereignisse, Ausbrecher nach oben und unten. Beyond Meat, lange Zeit ja ein Kandidat, der sich in einem permanenten Abwärtstrend befunden hat, hat jetzt mal ein sehr, sehr positives Momentum hingelegt, plus 74%, und das trotz eigentlich schlechter Quartalszahlen. Also Umsätze sind zurückgegangen, Gewinn ist zurückgegangen. Man muss grundsätzlich sagen, die Erlöse waren aber etwas positiver, als man gedacht hätte, zumindest im internationalen Bereich. Der Verlust hat sich aber trotzdem weiter ausgeweitet. Das heißt, man ist eigentlich in einem Momentum, wo sich die Aktie nicht so positiv entwickelt, wie das aktuelle Geschäftsmodell läuft. Allerdings hat der CEO gesagt, er möchte das Unternehmen deutlich profitabler machen, er möchte die Kosten senken, er möchte konsolidieren und er möchte auch ja, Preise anpassen. Also er möchte eigentlich so einen kleinen Turnaround schaffen, und das hat die Aktie am Ende wirklich nach oben beflügelt. 74% gab es hier ein Plus. Coinbase haben wir uns gerade eben schon angeschaut, profitiert aktuell halt sehr, sehr stark vom Anstieg des Bitcoins. Da kommen ja sehr, sehr viel der Umsätze von Coinbase her. Man profitiert unterproportional, wenn man vielleicht sich die aktuellen Bitcoin-ETFs anguckt, die immer noch relativ starke Zuflüsse haben. Mittlerweile ist der BlackRock-ETF einer der größten, die es überhaupt so gibt. Und das beflügelt vielleicht generell den Kryptomarkt, aber halt auch dann die Aktie von Coinbase, wie wir gerade eben gesehen haben. Daimler Truck, das Mercedes-Spin-Off, kann man sagen, Nutzfahrzeuge. Man sieht es ja relativ selten bei so deutschen großen Traditionsunternehmen, dass die mal 20% nach oben steigen. Wir haben es aber in der letzten Woche gesehen. Und zwar ist der Gewinn deutlich angestiegen. Die Dividende wurde erhöht. Beides wurde so ein bisschen erwartet, was aber jetzt eigentlich erstaunlich ist, dass man auch weiterhin so einen positiven Trend in der Zukunft haben möchte. Eigentlich hat man bisher gedacht, das waren so Sondereffekte aus der Vergangenheit. Also aus der Vergangenheit konnte man wirklich überproportional davon profitieren, dass wir so ein bisschen was an Investitionsstau hatten, dass nach und nach aber trotzdem Nutzfahrzeuge auch gekauft werden mussten. Jetzt will man das Ganze aber weiter in der Zukunft fortführen, und dementsprechend sieht man hier dann auch diese plus 21%, die die Aktie danach gemacht hat. Dann haben wir nochmal Hims und Hers, eines der Unternehmen, was ja in dieser ganzen Euphorie rund um die SPACs mal an die Börse gekommen ist. Hier geht es ja insbesondere so ein bisschen diskretere Medikamente oder Medizinprodukte oder auch vielleicht Kosmetikprodukte für Männer und für Frauen in dem Falle. Hims und Hers sagt das Ganze ja so ein bisschen, und da hat man auch mal wieder einen positiven Trend gesetzt. Da bildet sich jetzt gerade so ein leichtes W-Muster aus in der leichten Formation. Also auch da kommt man von so tiefen Kursen jetzt mit einem sehr, sehr positiven Trend, und insbesondere aus dem Grund, weil man ein positives Nettoergebnis erwartet. Dann hatten wir noch Okta, muss man sagen. Ich klappe hier mal komplett auf, um mal schnell durchzugehen. Wir hatten Okta mit plus 23%. Cyber Security ist ja momentan auch so ein Thema der Volatilität, kann man sagen. Wir haben es zuletzt bei Palo Alto gesehen. Wir haben diese Woche Ergebnisse von CrowdStrike, die anstehen. Okta ist nicht ganz so speziell im generellen Cyber Security-Kosmos unterwegs, sondern sehr, sehr stark insbesondere im Identitätsschutz. Und da hat man gesehen, dass das Großkundengeschäft hier wieder anzieht, dass das wieder eine positive Dynamik ausbildet und man dementsprechend auch einen positiven Geschäftsausblick hatte. Die Aktie ist danach plus 23% gestiegen. Zoom hatte auch eigentlich gute Quartalsergebnisse, jetzt nicht beeindruckend gut, relativ wenig Wachstum, bisschen besseres ja, Gewinnverhältnis, kann man sagen. Ja, man muss sagen,
man ist ein profitables Unternehmen geworden und das sieht man hier. Im Vorjahr hatten wir noch Verluste. Wir haben jetzt einen Gewinn von 299 Millionen. Es konsolidiert sich in dieser Ebene so ein bisschen, aber auch die Aktie, wer mal auf den Chart blickt, der sieht, ja, plus 13% ist zwar ganz schön, von den Hochs aus der Corona-Zeit sind wir aber weit entfernt. Beiersdorf minus 6%, muss man sagen. Relativ erstaunlich, eigentlich so ein Konzern, so ein deutscher Konzern, der immer wieder mal nach oben läuft, allerdings auch in so einer kleinen Zackenform. Hier mal minus 6%, eigentlich mit positiven, soliden Geschäftszahlen. So eine Dividendenerhöhung gab es, es gab ein Aktienrückkaufprogramm, Dividenden, ja, in eigentlich auch einem Maße erhöht, wie man es vielleicht nicht so erwartet hatte. Allerdings so ein bisschen unter den Erwartungen, was die Profitabilität betrifft. Die Aktie dementsprechend ein bisschen runtergefallen mit minus 6%. Allerdings, wie gesagt, auch von hohen Kursen der Vergangenheit. Ja, und dann hatten wir Snowflake. Haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Snowflake, die ja eigentlich dazu tendieren, immer positivere Geschäftszahlen zu bringen, als man das so erwartet. Es war auch diesmal wieder so der Fall. Ich gehe mal kurz eine Folie weiter. Wir hatten uns ja das angeguckt in der letzten Woche. Hier lag so ein bisschen die Erwartung im Quartal 4. Dann ja, gab es dann auch die Erwartung, dass, oder die Erwartungen, die es dann gab, wurden wirklich übertroffen. Man hat mehr Gewinn erzielt, man hat mehr Umsatz erzielt, also grundsätzlich solide Ergebnisse. Es gab aber zwei große Probleme an der ganzen Geschichte. Zum einen war es der Ausblick. Der Ausblick für die Zukunft ist nicht ganz so rosig. Man erwartet zwar weiter Wachstum, man erwartet auch weiter eine Margensteigerung, kann man grundsätzlich sagen, aber halt nicht in dem Rahmen, wie vielleicht die Analysten das erwartet haben. Man hat so ein, zwei Probleme auch aufgezeigt, was die grundsätzlichen Gegenwinde, die man so hat, betrifft. Zusätzlich gab es dann das Problem, dass der CEO seinen Ruhestand bekannt gegeben hat. Er war jetzt 5 Jahre dabei. Frank Slotman war eigentlich so einer der großen CEOs, dem man viel, viel Vertrauen geschenkt hat. Und dass er jetzt das Unternehmen verlässt, war dann nochmal so ein zusätzlicher Schlag. Wir haben uns die Aktie vorher, wie gesagt, ja, einmal kurz angeguckt, insbesondere im Hinblick, wie halt sich die Ergebnisse gegebenenfalls entwickeln. Die Aktie hatte fast das Potenzial, wenn man hier durch diese, über diese Hürde geschritten wäre, aus dieser Konsolidierungsphase auszubrechen, in ein positives Trendmuster hineinzukommen. Die Ergebnisse, wie gesagt, waren dann auch positiv. Man sieht es hier sogar deutlich positiver, als man gedacht hatte. Also das vergangene Quartal positiv. Die Ausblicke, die waren das Problem und die haben die Aktie dann nach unten geschickt. Man sieht es hier also auf wieder 177 in diese Konsolidierungsphase hier auch wirklich hinein und dementsprechend hat man nicht diese Linie hier oben durchbrochen. Man braucht also wieder eine ganze Ecke, um wieder dorthin zurückzukommen. Das heißt, Snowflake weiterhin teuer bewertet, weiterhin ein teures Unternehmen, allerdings ja auch weiterhin in dieser Seitwärtsphase, die wir jetzt seit ungefähr November 2022 hier sehen. Was steht diese Woche noch an? Wir haben noch ein paar Earnings. CrowdStrike habe ich gerade eben angesprochen. Gucken wir uns gerne auch nochmal ganz kurz an, denn die stehen ja auch wieder im Fokus. Wir haben Okta gerade eben gesehen. Wir haben letzte Woche oder vor 2 Wochen Palo Alto uns angeguckt, die ja positive Zahlen geliefert haben, aber der Ausblick war sehr, sehr enttäuschend. Wir haben das Muster auch gesehen, wie sich dieser Ausblick ausgewirkt hat bei CrowdStrike in dieser roten Kerze, die wir hier oben sehen. Jetzt muss man aber sagen, auf den ganz langfristigen Blick hatten wir eigentlich einen sehr, sehr langfristigen Aufwärtstrend hier oben. Wir haben auch hier dieses ähnliche Chartmuster gesehen, haben uns hier auch weiterhin nach oben entwickelt. Also wir haben selbst dieses Chartmuster eigentlich schon durchbrochen gehabt. Die Earnings werden aber im Fokus stehen und da muss man wirklich so ein bisschen drauf achten, wie könnte hier der Ausblick sein. Denn auch CrowdStrike ist ein Unternehmen und ich habe mir das Ganze von Tipranks hier wieder mitgebracht, was in der Vergangenheit eigentlich stets zuverlässig die Erwartungen geschlagen hat. Das muss man aber sagen, wenn ein Unternehmen so oft die Erwartungen schlägt, dann tendiert man halt auch dazu, dass man das schon für die neuen Ergebnisse erwartet. Jetzt waren die bei Palo Alto ja grundsätzlich positiv, also kann man hier sagen, dass vielleicht die Vergangenheit auch hier positiv war. Wie es aber der Zukunftsausblick jetzt bei CrowdStrike sein wird, wie man hier das Ganze sieht, ob man eher zu einer Okta-Tendenz tendiert, wo man anziehendes Großkundengeschäft in der Zukunft sieht oder ob es doch eher ein etwas nüchterner Ausblick bei wie bei Palo Alto wird. Das wird sich zeigen. An der Stelle ja, muss man, glaube ich, nochmal ein bisschen Geduld haben. Wir haben auch noch Kroger, die auch Ergebnisse liefern. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück, bevor wir auf Kroger einen Blick werfen. Wir haben nämlich noch Target, die ja
sich wieder nach oben gekämpft haben, nachdem sie nach der Corona-Zeit ja einige Rückschläge hatten, insbesondere weil hier der Konsum der Konsumenten deutlich eingebrochen ist. Bayer steht natürlich für die deutschen Aktionäre, die dort noch aktiv sind, im Fokus. Die Tiefs haben wir uns zuletzt ja mal angeguckt. JD.com, ähnliche Probleme, gesamtasiatischer Markt steht hier einfach nicht gut da. Footlooker, die Kombination zu Nike hatten wir auch hier vor 2 Wochen im Market-Roundup, im Aktien-Roundup nochmal erzählt. Wir haben DHL, wir haben Legal und General, wie gesagt, dann Kroger, Costco, Broadcom, Brenntag. Kroger gucken wir uns einmal ganz kurz an, denn Kroger ist ein Unternehmen, was sich auch seit langer Zeit in so einer Seitwärtsphase hier befindet. Auch hier wieder November 2022, wir sind danach so nach oben rausgelaufen, dann wieder zurückgekommen. Und seitdem befindet sich die Aktie eigentlich immer hier wieder in diesen Hochs, die auch wirklich und Tiefs, die auch wirklich oft getestet wurden. Also wenn man es jetzt durchzielt und vielleicht hier das mitnehmen würde, sieht man 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Einmal ist man sogar durchgebrochen, dann aber wieder zurückgelaufen. Auf der Unterseite ist es noch nicht ganz so stark. Man sieht auch hier, laufen wir jetzt wieder in diesen oberen Korridor hinein. Wenn man auf die Ergebnisse von Kroger in der Vergangenheit blickt, dann waren die eigentlich recht positiv. Könnte auch ein Indiz für die Zukunft sein. Da muss man aber sagen, hat Kroger in der Vergangenheit halt einige auch teurere Übernahmen getätigt. Man hatte hier auch so ein bisschen die Sorge, wie wirkt sich das jetzt aus in einem etwas teureren Zinsumfeld. Ja, das sehen wir in Zukunft. Wie gesagt, das sind die Ergebnisse, ist das der Chartverlauf seit Oktober oder November 2022. Wenn man jetzt da durchaus rausbrechen würde, hätte man jetzt hier ungefähr 24-25% noch nach oben an Puffer. Und wir haben zuletzt, und das habe ich euch gerade eben noch gezeigt, Costco und aber auch Brenntag. Brenntag ist ja so ein deutsches Chemie-Handelswunder, kann man so ein bisschen sagen. Hatte das Hoch schon ein bisschen was her im Juni 2021. Ist danach deutlich zurückgekommen, hat sich aber wieder in so einen Aufwärtstrend bewegt. Auch ein Kandidat, der seit Jahren Dividenden zahlt, Dividenden steigert, sich positiv in diesem Handelssegment auch geschlagen hat. Ganz anders als Konkurrent BASF gerade. Jetzt muss man sagen, BASF ist da deutlich stärker Produzent, während Brenntag deutlich stärker am Handel vertreten ist. Hier werden wir auch einen Blick auf das Unternehmen an sich werfen. Und zwar machen wir das generell am Donnerstag. Wenn man in die Vergangenheit blickt, konnte man sagen, konnten die Analysten oftmals eigentlich ganz gut die Ergebnisse einschätzen. Sie lagen aber nicht deutlich drüber, sondern ja immer so im Rahmen oder etwas drunter. Hier hat man sich mal vertan. Also Brenntag, ein spannender deutscher Player nochmal, der auch hier Ergebnisse liefert. Wenn man jetzt da oben nochmal zurückgeht und kurz auf Costco und auf Brenntag blickt, dann sind das natürlich zwei sehr starke Unternehmen, die aber auch große Indikatoren sind für eine generelle Entwicklung. Hier einmal im Handelssegment, da hatten wir in der letzten Woche Walmart, die positiv dagestanden haben, und wir haben Broadcom für den generellen Chipmarkt, der sowieso gerade gut läuft. Was steht diese Woche noch an? Ja, wie gesagt, sowohl in den USA als auch in Europa meldet man sich generell zu Wort. Wir haben eine Zinsentscheidung aber der EZB. Hier erwartet man jetzt erstmal keine Veränderung, aber wir haben diese leichte Kurve ja am Anfang gesehen in der 10-jährigen Bundesanleihe. Entwicklung der Arbeitslosenquote haben wir am Freitag in den USA. Und diese Woche, muss man sagen, haben wir morgen um 16.45 Uhr noch den Trading-Dialog, Fragen, Antworten zu aktuellen Trading-Signalen. Da könnt ihr gerne eure Fragen mitbringen. Wir werden die aktuellen Signale aber auch nochmal besprechen und das Ganze mit den Indikatoren abgleichen. Also morgen 16.45 Uhr. Dann haben wir am Donnerstag den Blick auf BASF. Das wird, wie gesagt, unser Chemietag, BASF AG. So ein bisschen die Frage, kommt da jetzt ein Turnaround? Man versucht sich ja nach außen jetzt anders aufzustellen. Und wir haben auch noch den Blick auf die Chemiebranche, also den generellen Blick auf den Chemiesektor. Wie gesagt, wir haben auch Quartalszahlen von Brenntag, die kommen. Wir haben BASF, wir haben auch noch spannende Kandidaten aus den USA und wir werden hier den gesamten Sektor einmal analysieren. Ich blicke so ein bisschen auf die Zeit. Ich habe ein bisschen schon überzogen und muss dementsprechend sagen, ich verabschiede mich. Wie gesagt, für Fragen kommt gerne sonst morgen vorbei oder wir sprechen sie gerne auch noch am Donnerstag durch. Ich verabschiede mich. Bis dahin.